Auch wenn sie ganz und gar nicht danach aussieht, unsere erste Athletin Diana war nicht immer so sportlich. Ich habe vorher überhaupt keinen Sport gemacht. Ich war die unsportlichste Person überhaupt. Angefangen mit dem Sport habe ich, als der Trainer zu mir sagte, Mäuschen, du musst mal ordentlich trainieren. Tatsächlich trainiere ich erst seit 2017, mithin seit 2 Jahren und sehe jetzt so aus. Aus dem Mäuschen ist so eine durchtrainierte Athletin geworden. Respekt. Und wer hat die Größeren? Ich bin nicht nur Rechtsanwaltsfachangestellte, ich bin ja auch noch Mutter. Und da versuche ich dann auch jeden Nachmittag dann so viel Sport wie möglich zu machen. Und dabei habe ich sehr viel Unterstützung von meiner Familie. Was gibt es? Reis. Nein! That's how long I've been on ya. Schafft es die Lübeckerin mit Spucke und Reis zum erhofften Sieg? Ich bin eine Kämpfernatur und ich werde die Show gewinnen. Diana Ebersbach, eine starke Allrounderin, aber in diesem Duell wird sie über sich hinauswachsen müssen. Ihre Gegnerin stammt aus Finnland. Wunderschön, aber bitterkalt. Viel zu kalt für unsere Athletin Petra. Ich war nicht typisch finnisch. Ich war immer mehr Olli. Und so flieht Petra an die Costa del Sol ins 4000 Kilometer entfernte Malaga. Ich habe Spanien immer geliebt. Ja, bin ich dann hingezogen. Jetzt mache ich Hindernisläufe. Ich trainiere alles. Ich laufe viel, auch in den Bergen, weil die Hindernisläufe normalerweise in den Bergen sind. Ihre sportliche Karriere startet die Finnin auf dem Rasen. So 20 Jahre habe ich Fußball gespielt, bin auch deswegen nach Deutschland gezogen, habe bei Werder Bremen gespielt. Ich bin eine Maschine. Und genau deshalb ist die Multikulti-Athletin hier bei Superhero Germany. Ich gewinne Superhero Germany, weil meine Gegner Hindernisse für mich sind und ich überwinde jedes Hindernis. Petra Avila. Ihr extrem guter Ausdauerwert zieht ihren Hero-Faktor nach oben. Aber ist sie auch stark genug, um hier zu siegen? Sportneuling Diana oder Powerfinnin Petra? Nur eine kann Level 1 überstehen. Bereit? Ja. Sehr gut, denn Beine, Rücken und Bizeps, das sind die Körperteile, die jetzt gefragt sind, und zwar am Quader. Und harte Fakten dazu liefern jetzt die Jungs mit den weichen Armen, Elmar Paulke und Christian Düren. Ja, die Jungs mit den weichen Armen haben aber schon die Cola kalt gestellt. Die Chips sind auch schon parat, also wir können loslegen, Elmar. Und das Einzige, was weich ist, mein lieber Coach, ist das Herz. Aber das bringt keinem etwas. Ja, das ist so schön. Aber so ist es halt. Bringt keinem etwas, vor allem nicht hier beim Quader. Und so funktioniert's. Der Quader. Alle Muskeln des Oberkörpers und die Beine müssen Schwerstarbeit leisten. Der 150 Kilo schwere Betonquader wartet am Ende der Arena und muss mit aller Kraft in Richtung Ziel gezogen werden. Aber Achtung, der Weg ist durch schwere Traktorreifen versperrt. Wer räumt schneller die Bahn frei und wuchtet seinen Koloss ins Ziel? Nur die Siegerin erreicht Level 2 und rückt einen Schritt näher ans Finale gegen die Heroes. Der Quader. Also Level 1, Duell 1, Petra gegen Diana. Und Elmar, wenn wir uns mal den Hero-Faktor angucken bei Diana, der ist jetzt nicht besonders hoch. Ist nicht besonders hoch. Was trotzdem ein bisschen beruhigen könnte, also jetzt in Richtung Diana, ist, dass der Kraftfaktor besser ist als bei Petra. Die hat dafür einen unglaublichen Ausdauerwert. Und auch das wird eine Rolle spielen hier bei dem Quader. 3, 2, 1. So, auf geht's. Also Petra und Diana im Duell Nummer 1. Zuerst gilt es also, den Quader erstmal ranzuziehen an die Reifen und dann die 48 Kilo drüber zu wuchten.
Man muss sich bei Diana vorstellen, die macht erst seit 2017 Kraftsport. Hat sich damals 2016 zum Neujahrstag gesagt, komm, jetzt fange ich mal ein bisschen an mit Sport. Und jetzt sehen wir sie hier derart in Action. Und sie hebt diesen 48-Kilo-Reifen hoch. Wer schafft das am schnellsten? Wer hat vor allem die richtige Technik? Nur nicht hinfallen. Das ist kein probates Mittel. Ganz wichtig ist es, das Seil eng zu packen, dann versuchen, tief runterzugehen, den Reifen drüber zu wuchten, nachzuziehen und ab geht's. Wir haben 5x48 Kilo Reifen und dann warten zweimal die richtigen Hammer, die 80 Kilo Teile. Und bislang noch beide wirklich ganz gleich auf. Auf geht's, Mensch, Gastgeber! The Viking. Sie lebt in Spanien, in Malaga. Sie kommt gebürtig aus Finnland. Sie spricht vier Sprachen fließend. Ja, auch Deutsch, klar. Und hat jetzt noch zwei Reifen vor sich. Das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Es geht am Ende darum, den Quader komplett über die weiße Linie zu ziehen. Und wie machen Sie das jetzt mit diesen 80-Kilo-Reifen? Beide gleich auf. Du musst weit runtergehen, dass die Belastung für den Rücken nicht zu groß wird. Und schnell weg damit. Das ist ja fast Synchronschwimmen, was wir hier erleben. Jetzt ist es der letzte Reifen. Und wer wird ihn schneller anfassen? Wer stellt ihn etwas geschickter an den Quader ran? Oh, das kann enger nicht sein. Jetzt kommt es auf Kleinigkeiten an, die hier darüber entscheiden, wer ausscheiden wird in Level 1 und wer den zweiten Level erreicht. Petra drückt und schiebt und das ist Weltklasse. Und jetzt noch den Quader rüber über die Linie komplett und das ist der Sieg für Petra Arvela. Sie ist also damit ein Level weiter, zieht ein in Level Nummer 2 und Diana Ebersbach. Für sie ist die Reise hier bei Super Hero Germany beendet. Verdammt nochmal!